Ja, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen wieder mal in unserem Café Still Point. Ich habe schon meinen Tee bekommen. Ich hoffe, ihr habt euch auch was Nettes zum Trinken hergerichtet. Ich hätte Lust auf Gin Tonic. Na gut, ja, auch ich darf heute wieder einen lieben Gast bei mir recht herzlich begrüßen. Und bevor ich das tue, möchte ich mit einem kleinen Zitat von Erich Fried aus einem Gedicht anfangen. Aus dem Gedicht, aber solange ich atme. Auch was auf der Hand liegt, muss ich aus der Hand zu geben bereit sein. Also ich möchte euch heute wieder einen Gast ankündigen, der oder diejenige, die auch wunderbar querdenken kann in diesem Metier der Osteopathie. Und auch ihr hänge ich gern auf ihren Lippen und höre zu. Ein Gast, der bis vielleicht einen ungewöhnlichen Weg gegangen ist, nachdem sie Physiotherapeutin geworden ist, ist sie gleich aus, Entschuldigung, ich kämpfe da mit meinem Stöpsel im Ohr, der nach der Ausbildung gleich in die Jugend- und Kinderpsychiatrie gegangen ist, um dort was zu finden, das über die Berührung des Körpers hinausgeht. Ja. Also eine Querdenkerin, die sich mit einem Thema schon seit Jahren beschäftigt, einem Thema, das, wie gesagt, über das Denken hinaus, über das Berühren hinausgeht. Ja, ich will euch ganz herzlich Regina Novi vorstellen als unseren heutigen Gast. Regina Novi, die nicht nur viel reflektiert und nachdenkt oder auch viel zuhört, und deswegen auch ein Forum gegründet hat, das Forum Osteopathie, eine interdisziplinäre Werkstätte oder Denkwerkstätte. Ja, hallo Regina, ich darf dich mal herzlich willkommen heißen. Und ja, vielleicht willst du gleich was kurz über dieses Forum erzählen. Ja, das Forum haben die Gabi Langer und ich gegründet. Ich glaube, es war 2012, weil wir einfach ein bisschen unseren Horizont erweitern wollten und so einen einfach Dialog gesucht haben mit anderen Disziplinen, um so ein bisschen über unseren Tellerrand hinauszublicken. Und wir haben das über 5 Jahre gemacht, dass wir so alle 3 Monate jemanden eingeladen haben aus dem Bereich Soziologie, Psychologie, Philosophie, auch Theologie und wirklich versucht haben, so grundsätzliche Fragen zu diskutieren, die auch uns als Osteopathen betreffen. Also wirklich philosophische, anthropologische, soziologische Fragen. Und das war eine sehr spannende Zeit. Wir haben dann auch 2018 ein Buch herausgegeben. Das ist im Noema Verlag in München erschienen, wo so ein paar dieser Vorträge so ein bisschen the best of sozusagen erschienen ist. Und das ist sicher schon die Auflage vergriffen, oder kann man es noch bekommen? Das kann man on demand bestellen. Also das Okay. geht über den Noema Verlag, kann man diese Bücher bestellen. Okay, sehr gut. Du hast jetzt in der Vergangenheit gesprochen. Das gibt es Also jetzt in der Form nicht mehr. in der Form gibt es nicht mehr. Es ist so, ich gehe schwanger mit einer neuen Idee, das ein bisschen so noch interdisziplinärer zu machen, also wirklich mit Leuten aus anderen Bereichen wirklich an einzelnen Themen weiterzuarbeiten. Aber erst im Projektstatus Ja, sozusagen. lass uns wissen, wie es weitergeht. Genau. Ja, dein Thema ist, den Körper zur Sprache zu bringen. Ja, du bist ja jemand, so wie ich das jetzt über die Jahre verfolgt habe, der über dieses Thema, was halt ganz aktuell ist, Embodiment und Bottom-up-Vorstellungen und Systeme, die schon sehr, sehr, sehr lange dran ist. Und ich möchte auch ein Zitat nennen von Christian Morgenstern. Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Und ich denke mal, das ist ein Zitat, das dir sehr entspricht. Willst du mal da ein bisschen mehr erzählen, warum dir dieses Thema so wichtig ist? Ja, also das Thema hat mich grundsätzlich beschäftigt, seit ich sozusagen berufstätig bin und wie ich mit der Osteopathie begonnen habe, die ich ja auch deswegen irgendwie mir ausgesucht habe, weil ich so das Gefühl hatte, da geht es einfach auch über das hinaus, was die klassische Physiotherapie zu bieten hat.
War ich dann aber schon auch ein bisschen, sage ich jetzt einmal, enttäuscht von der Komponente, dass man zwar von der Psyche spricht und von dem Integrieren der Psyche, aber dafür eigentlich kein klares Konzept hatte. Also ich spreche da jetzt von Kennst du Konzepte jetzt in der Osteopathie oder in der Physiotherapie? mit in der Osteopathie, was man da Okay. jetzt wirklich damit meint, wenn man sagt, wir beziehen die Psyche mit ein. Das war vor 20 Jahren und ich finde, da hat sich viel verändert in der Zeit, seit ich da dran bin auch. Und ich schätze das auch sehr, dass auch so an der WSO sich da viel getan hat, auch im Unterricht, auch in dem, was so vermittelt wird in Bezug auf Beziehungsgestaltung, in Bezug auf, was meinen wir mit einem biopsychosozialen Modell. Also da hat sich viel verändert. Aber damals war das wirklich so etwas, wo ich so meine Suche immer weitergegangen ist. Wie kann ich da meinen Weg finden, dass das etwas konkreter wird, wenn ich meine, ich beziehe die Psyche mit ein. Aber ist nicht das große Problem, dass wir dann unsere Kernkompetenz überschreiten? Wir sind keine Psychotherapeuten. Kommen wir dann nicht in ein Feld hinein, wo wir dann angreifbar sind? Das durchaus, wobei ich denke, das Überschreiten der Kernkompetenz findet meistens schon woanders statt. Jetzt nicht dort, wo wir sagen, wir nehmen das wahr, dass da die Psyche auch eine Rolle spielt, sondern dort, wo wir glauben, psychische Probleme auch behandeln zu können. Also das, denke ich mal, da müssen wir uns ganz klar abgrenzen. Da kann man, wenn man sich sehr gut auskennt mit psychiatrischen Krankheitsbildern, kann man versuchen, das auch im osteopathischen Kontext zu behandeln. Was ich glaube, ist, dass es nicht darum geht, eine Grenze zu überschreiten von Kompetenz, sondern in unsere Kompetenz diese Aspekte in unserer Kompetenz wahrzunehmen, nämlich was passiert tatsächlich in der Berührung. Ja? Über das hinaus, dass wir palpatorische Fähigkeiten haben, dass wir sehr gut geschult sind in Anatomie und Physiologie, aber es gibt andere Dimensionen, die in dieser Tätigkeit drinnen stecken. Nicht, dass wir welche sind, die dann sagen, wir heilen auf psychischer Ebene, sondern dass wir das Potenzial erfassen, das drinnen steckt in unserer Tätigkeit als Osteopathen und dafür auch einen theoretischen Bezugsrahmen finden, der wirklich osteopathisch ist oder der auch osteopathisch uns weiterbringt in dem Erkennen dessen, was da für ein Potenzial in dieser osteopathischen Behandlungssituation drin steckt. Also du meinst, wir können aus unserer Kernkompetenz der Hände eigentlich eben die Seele berühren oder in diesen Ja. Bereich kommen. Nun müssen wir uns dessen bewusst sein, was wir berühren und wie wir berühren, oder? Wir müssen uns dessen bewusst sein, in welcher Situation wir sind. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns dieser Besonderheit dieser Situation auch bewusst sind, weil Berührung, und dann auf das werde ich später noch eingehen, Berührung ist etwas, was auf eine frühkindliche Ebene zurückführt. Ja? Es ist jetzt nicht etwas, das wir pushen, sondern das ist etwas, was dieser Situation innewohnt. Ja? Sich dessen bewusst zu sein, was berühren wir da vielleicht für Ebenen, wenn wir einen Menschen angreifen? Wo begegnen wir ihm da in seiner Geschichte? Ja? Und dass wir uns dieser Situation an sich bewusst sind und auch der Verantwortung, die aus dieser Situation entsteht, Und bewusst. hast du das Gefühl, dass dieses Bewusstsein, diese Verantwortung bei uns Osteopathinnen und Osteopathen schon angekommen ist? Oder Ich glaube, gibt es da es noch Bedarf? tut sich was. Also ich glaube wirklich, dass Ja. sich da und dass sich auch so im Diskurs, auch im wissenschaftlichen Diskurs, da was tut. Ja? Also da ist was in ihm entstehen und das fällt mir gut. Okay. Du hast ja was vorbereitet für uns und ich glaube, jetzt können wir diese Brücke zu diesen Konzepten jetzt gut gestalten. Willst du uns das jetzt mal vorstellen mit deiner Präsentation? Ich werde das probieren. Ja. So. Okay, wunderbar. Man sieht deine Präsentation. Passt das so? Ja, passt perfekt. Ja, du erlaubst, wenn irgendwas für meinen Geist unklar ist, ich werde vielleicht dazwischen fragen oder jetzt sitze ich mal und staunend höre ich dir zu. Ja, genau. Dieses Thema ist den Körper zur Sprache bringen. Als Untertitel habe ich jetzt gewählt Prozessbegleitung in der osteopathischen Behandlung, weil ich mir denke, das ist eigentlich das, worum es geht. Dass wir diesen Prozess, den ein Patient in gewisser Weise durchmacht, indem er sich auf eine Behandlung einlässt, begleiten. Und die Frage ist, wie wir dieses
diesen Prozess begleiten können. Und dafür gibt es für mich drei ganz wichtige theoretische Bezugssysteme. Das eine ist so die Tiefenpsychologie und da insbesondere die Bindungstheorie. Und zwar bezieht sich diese Bindungstheorie darauf, dass das, was wir in der frühkindlichen Entwicklung erleben an positiven Bindungserlebnissen, uns in unserer psychischen Stabilität ausmacht oder diese psychische Stabilität prägt. Und da wir ja in der frühkindlichen Phase über Körper mit unseren Bezugspersonen, jetzt Mutter meistens als Hauptbezugsperson in Kontakt sind, geht es halt sehr stark um dieses, wie wird ein Kind auf der körperlichen Ebene angenommen. Und da sind so Begriffe geprägt wie Handling, Holding, was wir eher auch aus dem therapeutischen Kontext kennen, und auch so Begriffe wie Containment, also dass man die Situation gut hält. Auf das werde ich noch ein bisschen genauer eingehen. Das zweite wichtige Bezugssystem ist für mich die Leibphilosophie und da insbesondere so die Phänomenologie. Und da gibt es auch für uns sehr interessante Ansätze, vor allem von Merleau-Ponty, der ja wirklich so ein bisschen die philosophische Tradition gebrochen hat, indem er wirklich den Leib in den Mittelpunkt gestellt hat und gesagt hat, wir begegnen der Welt leiblich. Es ist nicht ein rein kognitives mit der Welt in Kontakt sein, sondern wir sind mit dem Körper in Kontakt mit der Welt. Und da lässt sich auch einiges für uns als Osteopathen ableiten aus diesem philosophischen Ansatz. Und der dritte wichtige theoretische Hintergrund für mich ist die Experiencing-Theorie von Gentlin. Das ist ein Psychologe, Philosoph und Psychotherapeut, der vor 2 Jahren gestorben ist, der ein therapeutisches Konzept, nämlich Focusing, entwickelt hat, das genau das ein bisschen erfüllt für mich, worum es mir geht, nämlich diesen Übergang vom Körper zur Sprache, beziehungsweise von kognitiven Prozessen zum Körper. Also diese zwei Wege zu beschreiten, wie das ganz konkret ausschauen kann. Darf ich kurz einhaken? Also ja? Es gibt auch schon sehr viele Konzepte, die eben nicht so, wie wir es wahrscheinlich früher in unserer Denkweise oft betont haben, so trennen zwischen Psyche und Physis, sondern dass das eigentlich in sich schon frühkindlich überhaupt nicht gestimmt hat, weil das stimmt schon, ein Kind erlebt die Welt ja nicht rein über die Psyche oder rein über den Körper, sondern immer in einer Verknüpfung zueinander. Genau. Ja. Das ist eh vielleicht das, was jetzt so in diesem bindungstheoretischen Kontext deutlich wird. Ja? Dass das Erleben eines Babys ist ein allgemeines Erleben und es kann nicht differenziert, fühle ich mich jetzt alleingelassen oder habe ich Hunger, sondern es ist ein allgemeines Unwohlsein. Und erst aus diesem allgemeinen Erleben entsteht erst Differenzierung. Und erst sozusagen in dieser Fähigkeit von diesem Erleben Abstand zu nehmen, also in der kognitiven Entwicklung, wird es überhaupt möglich, sich selbst zu reflektieren oder seinen Körper zu benennen oder Prozesse, die körperlich ablaufen, als solche wahrzunehmen und nicht in einem Gesamterleben von gut oder nicht gut. Und um das erfahren zu können, um diese Entwicklung machen zu können, braucht es eben Beziehung, braucht es Bezugsperson, die das bewerkstelligen kann, dass sie das gut macht, dass sie mich so hält und ganz im konkret körperlichen Sinne hält, dass sich das für mich gut anfühlt und dass ich mich in diesem Gehaltenwerden gut spüren kann. Das ist so dieses Handling und Holding, was Winnicott betont. Und andererseits so eine Grundhaltung von Containment hat. Das heißt, dass es eine Bezugsperson ist, die die ganze Situation mit mir hält und auch aushält. Also zum Beispiel, wenn ein Kind schreit und sich nicht beruhigen kann, dass eine Mutter diese Sicherheit geben kann, ich bin da und wir bewerkstelligen diese Situation. Also nicht nur Sicherheit, ich löse jetzt das Problem für dich, sondern es ist schon mal vielleicht auch eine Form der Lösung, wenn ich ein Containment mache, ein Halten mache. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht primär geht, ich nehme dir das ab, das Problem, sondern ich stelle mich dir für dieses Problem zur Verfügung. Und da haben wir schon gleich die Brücke zu uns. Ja? Also da haben wir gleich eine Brücke zu einer osteopathischen Behandlungssituation, wo es nicht darum geht, als Therapeut
löse ich die Probleme des Patienten, sondern ich schaffe einen Rahmen, in dem sie da sein können und in dem ich auch mich zur Verfügung stelle für dieses Thema. Ja? Also wenn ich diese Begriffe bringe, dann will ich gleichzeitig so diese Brücke schlagen zu dem, was heißt das in Bezug auf eine osteopathische Behandlungssituation. Weil wir dadurch, dass wir am Körper arbeiten, ja so etwas wie eine Regression auch ein bisschen begünstigen oder vielleicht manchmal sogar fast erzwingen. Ja? Also dass durch diese Behandlungssituation, wo ein Patient sich hinlegt, von mir berührt wird, ja schon an etwas sehr Frühkindliches angedockt wird und etwas sehr Frühkindliches auch aktiviert werden kann. Ja? Was jetzt nicht zwingend heißt, jeder, der sich auf einen Behandlungstisch legt, regrediert und wird zu einem Kleinkind, das meine ich damit gar nicht, sondern es ist dieser Situation etwas, wohnt etwas inne von Möglichkeiten, in so etwas ein bisschen hineinzurutschen, was Chancen hat, weil man auch über diese Ebene auch etwas gut machen kann im Sinne von vielleicht auch etwas von dieser Sicherheit im Kontakt, im körperlichen Kontakt geben kann, die es vielleicht in der Form nicht gegeben hat. Aber auch eventuell Dinge antriggern kann, die damals nicht so super gelaufen sind und etwas reaktiviert wird, was wir vielleicht gar nicht wollen in dieser. Und das müssen wir uns eben bewusst sein in unserer Behandlung. Ja. Wir müssen uns bewusst sein und wir, glaube ich, müssen auch immer wieder darauf achten, dass wir einen Patienten dort nicht hineinführen und nicht mehr abholen. Mhm. Ja? Und dafür ist die Sprache so ein ganz gutes Mittel, dass wir die Menschen auch wieder sozusagen in dieses Erwachsensein zurückholen, indem wir sprachlich etwas nochmal abfragen oder zurückführen oder in eine sprachliche Kommunikation treten, wo auch wieder dieses Abstandnehmen vom unmittelbaren körperlichen Erleben möglich wird. Weil das ja auch eine psychische Funktion ist, die wir lernen. Wenn wir Sprache erwerben, lernen wir ein Stück vom unmittelbaren Erleben Abstand nehmen und es benennen und es beschreiben. Ja? Und wir sind nicht im Erleben gefangen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der auch durchaus einer sein kann, den wir auch ein bisschen in den Fokus nehmen können in einer Behandlungssituation, dass wir diesen Weg hinaus auch ein bisschen begleiten. Also so das, wie im Begriff Loslösen, vielleicht das Wort Lösung ja auch schon ein bisschen drinsteckt. Ja, Lösung und auch so, es ist wie so ein Prozess des Hinaustragens ein Stück. Ja? Also dieses, oder hinausbegleiten. Hinausbegleiten ist besser als hinaustragen, du hast recht. Genau. Genau. So viel zu diesem einen theoretischen Zugang. Und das zweite, eben, was ich vorher schon angesprochen habe, so die Leibphilosophie und im Speziellen die Phänomenologie, finde ich auch sehr spannend, weil sie uns ein bisschen diesen Raum öffnet, was passiert so in diesem therapeutischen Feld. Ja? Also das heißt, Merleau-Ponty sagt, es gibt etwas wie eine Zwischenleiblichkeit, auf Französisch ein Corporité, also da gibt es etwas zwischen zwei Menschen, das als etwas Eigenes da ist in dieser leiblichen Berührung. Das heißt, es geht nicht darum, ich spüre das, er spürt das, sondern wir sind in einem gemeinsamen Feld von etwas, das zwischen uns entsteht. Ja? Und ich finde das einen sehr spannenden Zugang zum Weiterdenken. Ja? Ich habe da jetzt auch noch keine Lösung dafür, was das jetzt ganz konkret für uns heißt. Ja? Aber ich finde das einen guten Gedanken, da irgendwie auch das so ein bisschen zuzulassen, dass wir da in einem Feld sind miteinander. Ja? Wo uns ja dann bewusst sein muss, dass auch von uns etwas kommt. Absolut, absolut. Ja. Dass wir Subjekt, also dass es nicht dieses ist, hier ist der Behandler und hier ist der Behandelte, ja. Sondern wir zwei in unserer Leiblichkeit treten miteinander in Kontakt, auch wenn das sozusagen eine intentionale Begegnung ist, weil ich auf den Patienten zugehe. Es ist ja nicht so, dass wir uns berühren, weil wir uns gern haben, sondern wir berühren uns aus einem bestimmten Grund heraus. Ja. Auch wenn das so ist, bin ich trotzdem mit meiner Leiblichkeit in dieser Situation. Und das ist ja auch etwas, was das Schöne am osteopathischen Arbeiten ist, dass wir ja den anderen Menschen in seiner Leiblichkeit in uns auch wahrnehmen. Ja, also dass da diese Grenzen ein Stück verschwimmen, aber wir uns dieses Feldes da auch bewusst sein müssen, dass wir da betreten, ja, und nicht sozusagen uns voll darauf einlassen und einfach nur mitschwimmen, sondern dass wir uns dessen bewusst sind, da begebe ich mich in dieses Feld und es braucht auch wieder dieses Zurückgehen in diese
Trennung und in dieses Auflösen dieser Situation. Mhm. Und dabei findet immer das statt, was eben auch so ein wesentlicher Punkt in der Leibphänomenologie ist, diese Dualität des Körpers, dass wir sozusagen einen Körper haben und ein Körper sind, dass wir auch als Therapeuten in diesen Modus gehen können, sozusagen unseren Körper als Werkzeug zu verwenden im Behandeln, aber dass wir gleichzeitig auch in unserer Wahrnehmung und mit uns in Kontakt sind. Und der Patient genauso. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Heißt das, dass ich meinen Körper als Instrument manchmal verwende und auf der anderen Seite meinen genau. Körper wahrhabe? Also das ist so, dass wir sozusagen, wir können unseren Körper steuern. Ja. Ja? Wir können, Gott sei Dank, ja, gut unsere Bewegungen steuern. Wir können den Körper, wir haben sozusagen Kontrolle über unseren Körper und gleichzeitig sind wir aber auch immer in unserem Körper, im Erleben unseres Körpers. Ja? Also es ist immer so dieses von innen direkt im Erleben sein und auch ein Stück dem Körper, wenn man so will, Befehle geben oder mhm. den Körper steuern. Ja? Das ist immer diese Dualität, in der wir sind, in jeder Situation. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein sehr wesentlicher Punkt, der auch damit zu tun hat, was ich vorher bei der Bindungstheorie gesagt habe, mit diesem Mentalisieren und diesem Abstand nehmen vom unmittelbaren Erleben. Und das, was wir als gesunde Menschen können, ist, dass wir diese Ebenen immer wieder wechseln. Mhm. Wenn jemand psychotisch ist, das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, kann er eben genau das nicht. Okay. Ja, dann ist er gefangen in dieser Unmittelbarkeit des Erlebens und kann von diesem Erleben nicht Abstand nehmen. Ist Aber das, wir können ja. das. Ja. Es gibt so den Begriff der erlebende Körper und der erlebte Körper. Passt das ja, da in diese Kategorie? Ja, das passt schon, weil der Erlebende ist in dem Fall eher sozusagen auch der, der dieses repräsentiert mehr das Haben. Ja? Mhm. Ja. Okay. Okay. Das dritte, was ich angesprochen habe, das ist eben die Experiencing-Theorie von Chandling, und die ja eben sozusagen weiterentwickelt hat in einen therapeutischen Zugang, nämlich das Focusing. Und ich, ohne da jetzt genau darauf einzugehen, aber was so die Kernaussage des Focusings ist, ist, dass man sich mit etwas innerlich verbindet, was sozusagen, wo man etwas in sich spürt, also ein körperliches Erleben, wofür man aber noch keine Worte hat. Er nennt das den sogenannten Felt Sense, also das ist so eine gefühlte Bedeutung. Ja. Das ist mehr als wenn ich zum Beispiel sage, mir liegt etwas im Magen und ich spüre meinen Magen im Zusammenhang mit einer psychischen Verfasstheit, sondern es ist mehr so eine körperliche, eine ganzheitliche Entsprechung von einem psychischen Erleben. Und der Prozess im Focusing ist, dass man sozusagen das, was sich noch nicht in Worte fassen lässt, dass man damit in Kontakt bleibt und diesen Prozess versucht zu verfolgen, dass daraus Worte werden. Ich werde das dann nachher noch anhand dieser Fallbeispiele, der Texte, die ich da ausgearbeitet habe, noch vielleicht wird das noch ein bisschen klarer, was damit gemeint ist. Also es geht grundsätzlich darum, dass Erleben eigentlich danach strebt, symbolisiert zu werden. Und unsere Ebene zu symbolisieren ist die Sprache. Also dass es, wir so ein Bedürfnis danach haben, dass wir etwas in Worte fassen, um es selber verstehen zu können, dass es für uns selbst begreifbar ist. Okay, also das ist so ähnlich wie ich habe jetzt das Gefühl, ich möchte unbedingt was dazu sagen und muss es dann irgendwie ausdrücken. Oder manchmal ist es fast das Gegenteil davon, sondern dass man sagt, okay, das macht jetzt was mit mir und ich weiß, dass das, was es mit mir macht, ist was Wesentliches, aber ich habe noch keine Worte dafür, mhm. aber ich bleibe damit in Kontakt, weil irgendwann wird daraus was werden, aber ich weiß, dass das wichtig ist, dass das mit mir jetzt was macht. Ja? Es gibt diesen Begriff, glaube ich, der Bodymarker oder Körpermarker. Gibt es das? Ja, könnte sein. Ich habe es jetzt in dem Kontext noch nie so betrachtet. Okay. Ja. Mhm. Aber das könnte durchaus sein. Ich glaube, das ist spannend ist, diese Begrifflichkeiten mit anderen Zugängen immer wieder auch in Kontakt zu bringen und zu schauen, was könnte da ähnlich gemeint sein. Ja. Mhm. Genau, das wären so diese drei theoretischen Hintergründe. Ich habe jetzt da nur kurz was angeführt, weil ich das recht spannende Arbeiten finde
diese zwei, die da fett gedruckt sind. Es gibt nämlich von einer australischen Forschergruppe, eben IJOM 16 veröffentlicht, eine Arbeit, die eben sich nennt Knowing Hands Converse with an Expressive Body. Und da versuchen die schon genau diese Ebene einmal in den Fokus zu nehmen, was wie erlebt der Patient, wenn er von Osteopathen angegriffen wird. Und das finde ich eine ziemliche Entwicklung, dass sowas auch wirklich in einem wichtigen Journal erscheint. Und eine Arbeit, die auch in der Hinsicht, finde ich, sehr wichtig ist, ist eben, dass diese Dissertation von Albrecht Kaiser, die 2018 erschienen ist, über die Wirklichkeit der Osteopathie, wo er eben genau diese Verknüpfung mit der Phänomenologie macht. Ja, also da tut sich einiges. Und dann eben die Artikel, die im Rahmen dieses unseres Forums Osteopathie entstanden sind, die gehen auch in diese Richtung. Okay, bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da jetzt ganz abschreiben müssen, das kann man dann bei dir bekommen, diese Literaturliste? Diese Literaturliste kann ich irgendwie euch zur Verfügung stellen und genau, okay. Muss schreiben. Mhm. Okay, danke. Ja, jetzt möchte ich euch ein bisschen, ich weiß nicht, wie wir zeitlich sind, ja. Ich möchte euch ein bisschen vorstellen, was ich da versucht habe, in einer kleinen Studie in meiner Praxis zu beforschen. Nämlich, wie erleben die Patienten die osteopathische Behandlung, wie verbalisieren sie das, was sie erleben und was erleben sie in der Behandlung als Unterstützung, um dieses, was sie da erleben, sozusagen zu integrieren. Und die Methode, die ich gewählt habe, ist, dass ich Patientinnen gebeten habe, unmittelbar nach der Behandlung ihr Erleben während der Behandlung zu Papier zu bringen, also einen Text zu schreiben, wie sich diese Behandlung, was sie erlebt haben in der Behandlung, und habe dann Kategorien gebildet und versucht, diese Textfragmente, die ich da irgendwie dann zerlegt habe, diesen Kategorien zuzuordnen. Und was dabei entstanden ist, sind drei Hauptkategorien. Und zwar meint das die Aussagen dieser Patientinnen, die sich unmittelbar auf ihr körperliches Erleben während der Behandlung beziehen. Und als zweite Kategorie so etwas wie einen Übergang zur Sprache. Also das heißt, ein Erleben, das nicht mehr rein körperlich ist, aber auch noch nicht sich auf das, was auf der sprachlichen Ebene stattgefunden hat, bezieht, sondern eben so ein Zwischenland. Und dieses Zwischenland ist das Spannende. Das ist auch das, was mit dem Feldsens vom Chandlin irgendwie versucht zu beackern. Dieses implizite Wissen, also genau, ein Gefühl für etwas zu haben. Ja. Ganz genau. Ja. Ich gehe das jetzt ein bisschen durch, was da so für Unterkategorien bei diesem körperlichen Erleben waren. Da gab es so Kategorien wie Wohlbefinden, und da ist eben ein Zitat von einer Patientin gewesen: Ich versuche in den Bewegungen mit meiner Vorstellung dabei zu sein, vielleicht auch nur, weil es einfach angenehm ist, sich den Händen auszuliefern, die scheinbar genau wissen, was sie erforschen wollen. Das heißt, was da ein bisschen sich spiegelt, ist, dass dieses Einlassen auf diese Behandlung etwas ist, was durch möglich ist, wenn man diese Sicherheit der Hände, der berührenden Hände erlebt. Ja? Also dieses Containment. Dieses Containment, genau. Ja? Die zweite Kategorie bezieht sich so auf ein Gefühl von Entspannung und Loslassen. Und das beschreibt eine Patientin so: Danach die Hände auf meinem Kopf. Ich drifte weg und kann nicht genau lokalisieren, was da passiert, aber ich lege einfach den Kopf ab und lasse passieren. Ja? Also das heißt, das ist wirklich so ein sich einlassen auf diese Situation, was auch wieder sozusagen im Zusammenhang steht mit Containment, mit Sicherheit und Geborgenheit, die das erst möglich macht, in diesen Modus der Entspannung und des Loslassens zu kommen. Die dritte Ebene, diese dritte Unterkategorie des Körpererlebens ist so diese innere Verbundenheit und Stimmigkeit. Und da beschreibt ihm eine Patientin: Berührung auf beiden Füßen. Wie immer kommt mir das Bild der Verbindung zwischen Füßen und Becken über die Wirbelsäule zum Kopf. Halt für mich rasch und klar spürbar. Das heißt, dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit im eigenen Körper ist auch etwas, was in dieser Behandlung durch eine klare und sichere Situation gefördert werden kann, diese innere Verbundenheit. Also dieses Gefühl der
Stimmigkeit, was ja ein Patient, eine Patientin per se nicht hat, weil sonst würde er nicht kommen, weil er Probleme hat mit dieser. Ja, oder es kann natürlich auch ein Nebeneffekt sein. Ja, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Patienten deswegen primär kommen, sondern dass es, wenn jemand zum Beispiel mit chronischen Schmerzen kommt, ja, kann das ein positives Erleben des eigenen Körpers sein, wenn er sich kohärent und verbunden anfühlt, weil das ja etwas ist, was sehr oft nicht der Fall ist bei Schmerzen, ja, sondern da ist der Körper sehr fragmentiert und ein Teil übermächtig und ein anderer gar nicht in der Wahrnehmung drinnen. Und das kann so ein Erleben sein, das wir irgendwie den Menschen auch bieten können über unsere Behandlung, dass sie sich Aber darf ich verbinden. dir gleich Ja? was so ein bisschen kritisch fragen? Ja, bitte. Wenn jetzt der Patient, die Patientin das erfährt, dass wir diese Kohärenz mit ihnen gemeinsam herstellen, Ja. kommt es dann nicht zu einer gewissen Abhängigkeit? Vielleicht ist ja auch eine Erfahrung, dass der Patient merkt, dass er uns braucht, was Das wir ist, glaube nicht ich, gerade. ein ganz wichtiges Thema. Und da ist wie immer so eine Gratwanderung. Natürlich ist jedes Einlassen auch ein Stück sich in die Hände von jemand anderem begeben. Und genau mit diesem, was wir vorher angesprochen haben, so dieses Loslassen, da ist immer eine Art von Abhängigkeit drinnen. Ja. Was für mich gerade bei diesen Themen von Kohärenz in meinem Arbeiten wichtig ist, dass ich sie insofern dann wieder hinaus begleite, in denen ich ihnen auch wirklich was mitgebe, wo dieses Kohärenzgefühl auch erlebbar ist. Ja. Im Sinne von einfachen Übungen. Ja. Also das ist wirklich so etwas, was zu meiner Art des Arbeitens auch dazu gehört, wenn ich merke, das ist so ein starkes Thema, dass es nicht nur durch mich sozusagen erfüllt werden kann, sondern dass sie auch Instrumente haben, dem nachzugehen selber. Und ist eben die Sprache auch ein Instrument einmal? Die Sprache ist da in Bezug auf diese Verbundenheit, glaube ich, eher nachgereiht. Ja, da sind wir wirklich noch mehr auf dieser Ebene, das wirklich auf der körperlichen Ebene zu erleben und zu festigen und zu stabilisieren. Ja. Okay, sehr gut. Und was dann noch ein Punkt ist dieses Gefühl von Vertrauen und Sicherheit. Das haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, aber da möchte ich auch ein Zitat bringen. Die Berührung am Kopf und im Nackenbereich, immer wieder ist da meine erste reflexartige Verspannung und ein Atemanhalten, dann ein Erinnern, dass hier nichts Schlimmes mehr passiert, dass das Gefühl des Gehaltenwerdens in meinem Alltag nie so intensiv ist wie in dem Moment, in dem mein Kopf zwischen den Händen liegt. Da möchte ich nur dazu sagen, dass das eine Patientin ist, die eine ganz schwere Krebsoperation hinter sich hatte und diese Aussage sich auch darauf bezieht, so dieses, es passiert nichts Schlimmes mehr. Ja. Aber dass da gerade Menschen, die so traumatisiert sind, dieses sichere Containment und dieses in die Situation vertrauen können, einfach ein ganz wesentlicher Punkt ist, das finde ich, kommt aus dieser Aussage ganz gut, kommt da ganz gut rüber. Und die letzte Ebene auf dieser Ebene des Körpererlebens ist eben die Schmerzwahrnehmung, wo es eben darum geht, dass diese klaren taktilen Reize auch so etwas sein können, wie diese Dominanz des Schmerzerlebens ein bisschen zu neutralisieren. Okay, dann kommen wir eben auf diese spannende Ebene des Übergangs. Und da hat sich für mich herausgestellt, dass da gibt es so drei Ebenen, die diesen Übergang definieren. Das sind so diese Ebene von, da tauchen Bilder auf, da sind Assoziationen, da sind Erinnerungen. Also da ist so ein ungeformtes Erleben, das durch die Berührung aufpoppt, wenn man so will. Und dazu ein Zitat, das ist wieder die gleiche Patientin. Einmal bei der Dehnung der Muskeln und Faszien zwischen linker Schulter und Kopf poppt das Bild auf, das ich immer wieder habe, obwohl ich gar nicht sicher bin, dass es jemals real war. Ich sehe mich auf einem OP-Tisch, den Kopf weit nach hinten und unten überstreckt, von der Schulter bis zum Kopf gerade Schnitte, meine untere Gesichtshälfte nach links, von links nach rechts geklappt, Blut und Operateure in grünen Kitteln, die konzentriert arbeiten. Wenn man dieses Zitat liest, dann sind wir gleichzeitig auch schon in einem relativ gefährlichen Bereich, weil wenn man sich mit Trauma auseinandersetzt, weiß man, dass wir auch über Berührung natürlich auch Flashbacks provozieren können. Und so, wie sie das beschreibt, da ist schon etwas von, steckt schon etwas von dieser Gefahr drinnen. Also Aber Flashbacks, ganz kurz, also zurückerinnern oder Erinnerungen werden in die die Gegenwart Scheu hinübergerettet, so ungefähr, oder ist wirklich hinübergebracht.
wirklich hineingeschleudert werden in steuerbare Erinnerungen. Ja? Also die können, die dann eben sehr bedrohlich sein können und unvollständig und so aufflammend. Ja? Das sind leibliche Erinnerungsprozesse, wie es Fuchs beschreibt, also dieses implizite leibliche Gedächtnis, das nicht explizit erinnert wird, aber über Körperberührung abgerufen werden kann. Und da ist eben dieses Containment einfach ein ganz wichtiger Faktor, um solche Prozesse auch in der Situation halten zu können. Ja. Und da ist es auch wichtig, dass wir die Patientinnen, und da ist die Sprache jetzt von unserer Seite wichtig, dass wir die Patientinnen unterstützen, im gegenwärtigen Erleben zu bleiben und nicht da ganz hineinzugehen. Das heißt, da setze ich die Sprache in der Behandlung auch immer wieder ein, indem ich wirklich rückfrage, passt das so, ist das okay, wollen Sie was dazu sagen? Ja, also dass man wirklich diese gegenwärtige Situation sehr präsent hält und dieses Abdriften in diese Sprachlosigkeit und damit auch in eine bedrohliche Erinnerung gar nicht, dem gar nicht so viel Raum gibt. Also wir sollen es nicht unterstützen, dass wir sagen, so jetzt machen wir diesen dramatischen Prozess gemeinsam durch und erleben ihn noch einmal, sondern eher in der Gegenwart zu bleiben und hier ihn zu halten, das Containment zu bewahren. Nicht? Ganz, ganz wichtig. Also das halte ich für das ganz was Wichtiges überhaupt. Traumatisierten Menschen. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, das aus einer alten Sichtweise von Trauma entstanden ist, dass man glaubt, Durchleben ist immer gut. Ja? Aber Durchleben kann einfach ein im Hirn verfestigen des Traumas genauso sein. Ja? Es muss ein Weg raus sein und es muss immer mit der Gegenwart verknüpft sein. Die zweite Ebene ist das, was ich hier so als Pendeln bezeichnet habe. Das ist so ein Abgleichen der Ebenen, dass wir einerseits, das hat auch wieder was zu tun mit diesem Körpersein und Körperhaben. Also das ist immer wieder ein Hin- und Herwechseln zwischen der Innenwahrnehmung und dem Abgleichen mit der äußeren Situation, also mit dem Kontakt zum Therapeuten. Und diese Patientin beschreibt, für mich fühlt es sich an, als ob sowohl auf körperlich emotionaler Ebene durch Berührung, Reaktion darauf und wieder veränderte Berührung, als auch auf der sprachlich-emotionalen, kognitiven Ebene ein Dialog entsteht. Wir sind beide auf das unmittelbare Erleben meines Körperzustandes konzentriert und dadurch schweifen meine Gedanken halt nicht so weit weg. Also das ist so wie so ein Hin- und Herschwingen in diesem gemeinsamen Erleben, wo es immer wieder so mehr auf der Seite des unmittelbaren Erlebens ist und dann auch wieder ein Stück hinausgeführt wird in die Sprache und dann so eine Schleife eigentlich stattfindet. Das ist sowas, das hat so was Regulierendes, auch für, wenn wir so beim autonomen Nervensystem sind, ist das auch ein Regulationsprozess, dieses Hin- und Herpendeln können und nicht in einem Zustand feststecken. Also nicht nur im Sympathikus-Tonus zu stehen oder nicht nur im Parasympathikus, sondern ganz genau zu sein von der Ruhe in der Aktivität und umgekehrt. So ist es, genau. Da ist jetzt noch einmal so dieser Bezug zu diesen theoretischen Zugängen, also dass es wirklich eben dieser Perspektivwechsel zwischen Körpersein und Körperhaben ist und dass es eben auch diese Pendelbewegung eine Möglichkeit ist, sich einem traumatischen Erleben vorsichtig anzunähern und nicht voll hineinzuhupfen. Ja? Also immer wieder dieses Abgleichen auch mit dem, wie ist es jetzt gerade, wo bin ich jetzt, wie ist die Sicherheit in der jetzigen Situation und dann kann man etwas und dem, was damals passiert ist, auch wieder ins Bewusstsein holen. Also so wie ich früher immer unter das Bett kurz geschaut habe, ob das Monster noch drunter liegt und dann wieder ins Bett zurückgekehrt bin. Genau. Du hast die Bewegung machen können und du bist nicht erstarrt im Bett gelegen mit dem Wissen, da unten ist das Monster. Ne? Das ist, glaube ich, genau dieser, in dem Fall dieser Pendelprozess. Ja? Und das Dritte auf der Ebene sind so auftauchende Gefühle. Da habe ich ein Beispiel von einem Patienten gebracht. Allmählich spüre ich, dass mit den Berührungen im Mund auch Emotionen verbunden waren. Ein Stück Angst und endlose Trauer. Ich hatte zunächst überhaupt keine Ahnung, worauf sich die Angst und die Trauer beziehen. Also das ist ein Patient, der einfach mit Kieferproblemen gekommen ist und dann diese Verbindung für sich selber hergestellt hat. Das heißt, da tauchen Gefühle auf, die sehr präsent werden, aber noch nicht explizit sind, also noch keinen lebensgeschichtlichen Bezug haben. Aber es ist einmal, sie können einmal da sein, in diesem Übergangsraum, wo wir nicht mehr nur auf einem körperlichen Erleben sind, aber auch noch nicht in dem sprachlichen Verstehen der Situation, sondern in so einem Übergangsbereich.
Und ist es da wichtig, dass wir als Therapeutin, als Therapeut auch nicht in Versuchung kommen, das jetzt erklären zu müssen? Ganz genau, Okay. ja. Ich glaube, dass das kommt dann auf der sprachlichen Ebene noch. Die Versuchung, die kennen wir ja alle, ja, Ja, dass wir Erklärungen sehr gut. bieten, ja, sondern dass wir es auch aushalten, dass so etwas einmal da ist, ja, und dass wir das in uns mittragen oder in dieses Containment mit hineinnehmen und auch ein bisschen auf den Prozess vertrauen, dass es beim Patienten weitergeht, ja, und dass der Patient diesen Prozess selber macht und wir eigentlich nur die sind, die die Situation sicher und stabil halten, in der vielleicht sich was Neues zeigen kann oder auch nicht. Also ich denke mal, da sind wir ja auch wieder an dieser Grenze. Das ist nicht unser primäres Ziel. Ja? Also wir sind ja nicht Psychotherapeutinnen, aber es gibt, wenn das kommt, der ist ja nicht gekommen wegen seiner Trauer und seinen Emotionen, sondern wegen seinen Kieferproblemen. Ja? Und wenn da ein Prozess in Gang kommt, dann können wir uns dafür sozusagen zur Verfügung stellen bis zu einem gewissen Grad, nicht indem wir psychische Konflikte ansprechen oder glauben, lösen zu können, sondern einfach uns zur Verfügung stellen, dass das hier auch da sein kann, ja, und vielleicht in einen Prozess weitergeht, der gar nicht bei uns stattfinden muss. Ja. Aber wichtig ist, dass wir auch keine Angst vor diesem Prozess haben. Nicht? Dass wir keine Angst haben, aber schon uns auch bewusst sind, was trauen wir uns zu. Ja. Weil es gibt ja dann auch dieses, dass wir uns dessen nicht so bewusst sind, dass wir Angst haben und ihn dann abdrehen. Ja? Genau. Gut, dann kommen wir zu der Ebene der Sprache. Ich gehe da jetzt ein bisschen schneller durch. Das sind 5 Ebenen. Das eine ist die Ebene des Klärens. Das meint eigentlich nur, dass wir sozusagen sprachlich kommunizieren, dass wir eine Anamnese machen, dass wir in der Alltagssprache miteinander kommunizieren. Das ist das, was wir alle kennen. Die Ebene des Benennens, wie ich es da versucht habe zu unterscheiden vom Klären, das ist schon eine Ebene, wo es eher darum geht, das, was hier stattfindet, dafür Worte zu finden. Also dieses Zitat, ich habe immer wieder das Bedürfnis, Sachen noch klarer zu formulieren oder auszusprechen, was in mir auftaucht, und mache es auch. Es wird immer aufgenommen, manchmal verfeinert, manchmal ergänzt. Es tut gut, dass all dies so wichtig ist, dass sich jemand anderer außer mir damit befasst. Also dass sozusagen diese sprachliche, dieses Kommunizieren auch den Platz hier haben darf. Ja, also dass ich nicht nur mit meinem Erleben alleine bin. Und das ist eben schon etwas, was schon mit Beziehung zu tun hat. Ja, ob ich als Therapeutin diesen Raum dafür aufmache, dass das hier stattfindet. Und das ist ein Erleben oder ein Benennen, das schon nicht mehr nur so ist, ich beschreibe meine Schmerzen, wie so auf der Ebene des Klärens, sondern das ist schon eine Ebene des Versprachlichens, was mit dem unmittelbaren, also mit dem in Kontakt treten, mit dem Erleben in dieser Situation zu tun hat und eben an diesem sogenannten Feld Sense, wie es Chandlin beschreibt, andockt. Ist das so eine Art klarer werden? Ja, es ist ein klarer werden, das auch über einen Weg geht von nicht genau wissen, was ist. Ja? Also so wie sie das auch schreibt, ich habe das Bedürfnis, Sachen formulierend Aussprung, was in mir auftaucht. Ja, also so, das ist noch nicht, dass sie mir sagt, übrigens, wenn sie machen, erinnert mich das an, sondern da kommt etwas, ja, und sie will das nach außen tragen. Und ich kann dann irgendwie damit auch, indem ich nachfrage, wie das sich jetzt genauer anfühlt, ihr helfen, das noch genauer zu erfassen, was da auftaucht. Und ich gebe aber nicht eine Antwort drauf, ja, auf das, was hier auftaucht. Und dann gibt's die Ebene des Interpretierens. Das ist so die Ebene, die wir alle kennen und die, wo ich glaube, dass es eher darum geht, die eher zu meiden. Ja, also wir, glaube ich, haben auch immer wieder diese Versuche, dem Patienten Antwort zu geben auf das, was in seinem Körper ist. Und das, glaube ich, ist nicht unbedingt das, was sozusagen diesen Prozess, den ich hier versuche zu beschreiben, voranträgt. Ja, also behindert er diesen Prozess sogar, glaubst du? Wie bitte? Behindert er den Prozess sogar? Also steht er dem im Weg? Ich glaube, dass das manchmal auf eine andere Ebene hebt. Ich glaube, dass diese Ebene des Interpretierens durchaus auch legitim ist. Ja? Aber dass es so einen Prozess, der aus dem Erleben ins Explizieren kommt, auch unterbrechen kann, als dass mir von außen jemand sagt, was los ist. Ja? Mhm. Oder auch, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen in diesen Prozess mich einlasse und dann kommt eine Aussage von außen, das auch so ein bisschen kappen kann. Ja, und so hoppala,
so ein bisschen, wen geht es jetzt oder so. Ja. Aber ich denke mal, es gibt Ebenen und es gibt natürlich ganz viel in osteopathischen Behandlungen, wo dieses Interpretieren können von dem, was zum Beispiel Schmerzsymptome sind, natürlich unsere Kompetenz genauso ist. Ja. Darum ist es oft gar nicht so schwer, gar nicht so leicht von dem zurückzutreten. Mhm. Ja, dass mal auch eher nur die Zuhörenden sind und die Begleitenden von dem Prozess, der beim Gegenüber stattfindet. Aber es gibt dazu schon ganz gute, also der Peter Würl, der ja jetzt Levin heißt, hat ja schon vor vielen Jahren sich mit diesem Thema immer wieder beschäftigt und auch auf eine sehr, ich finde, witzige Art und aber auch eine sehr berufskritische Art, das immer wieder aufgezeigt und spricht von diesen sprachlosen Erkenntnisprozessen, also womit er meint, dass wir als Osteopathen oft glauben, besser zu wissen und Erkenntnisse aus dem Körper des Patienten zu gewinnen, ohne dass wir eigentlich seine Erkenntnis brauchen. Ja? Da denke ich, wir müssen uns wahrscheinlich schon ein bisschen hüten dafür. Also was ich so für mich versuche daraus zu ziehen, ist, dass wir sozusagen eigene Wahrnehmungen schon einbringen können und Interpretationen, aber dass wir auf die Art, wie wir es einbringen, achten müssen, dass wir es nicht als eine Tatsache präsentieren, sondern dass wir es als einen Vorschlag präsentieren, den der Patient auch abgleichen kann mit seiner Wahrnehmung. Sagt, ja, das könnte sein, oder sagt, na, das ist es nicht. Ja, und dass wir das auch aushalten. Also Ratschläge, nicht das Schläge verwenden, sondern ja, das Vorschläge. Genau. Ratvorschläge, ja doch, ja. Schönes Wort. Genau. Okay. Dann, das passt jetzt da gleich als Folge dazu, dass wir die Art, wie wir fragen, ja, ist auch eine Frage, es ist auch eine Frage, die Art zu fragen. Mhm. Also, dass wir uns irgendwie ein bisschen so vornehmen, diese Fragen so zu stellen, dass sie auch wieder diesen Prozess, der im Patienten stattfindet, weiterentwickelt. Ja? Also, dass wir Fragen stellen, die dieses Erleben, das sie haben, ein bisschen genauer, so nennt es Chamberlain, ja. Also er spricht da vom Genauern, ja. Und zuletzt ist es dieser Begriff des Weitertragens oder wie es Chamberlain Caring Forward nennt. Und da möchte ich nochmal dieses Patientenbeispiel von vorhin aufgreifen und wie das dann weitergegangen ist. Dieser Patient mit diesen Kieferschmerzen, der gesagt hat, da sind auch Emotionen. Und in weiterer Folge, und das ist mit diesem Carrying Forward gemeint, in weiterer Folge wird es deutlich, beide Gefühle beziehen sich auf das allmählich zu erwartende Sterben meines Vaters. Und das hat rasch meine Tränen ausgelöst und ich habe gespürt, dass im Zuge des Weinens die Kopfmuskulatur lockerer wurde. Ja? Also das wäre so ein Beschreiben eines Prozesses, der wirklich im Patienten stattfindet und nicht sozusagen von uns implementiert wird, sondern wir sind die, die da sind und über das, was wir können, nämlich ein Containment auf körperlicher Ebene bieten und auch sozusagen mit den Händen mit diesen Bereichen in Kontakt zu treten, diesen Prozess auch unterstützen können. Ja, aber ich finde das jetzt ein faszinierendes Beispiel. Ich sitze jetzt hier und ich merke so richtig, wenn ich das lese, denke mir, boah, jetzt würde ich da dieses machen und diese Lösung. Also es ist ja doch was Heftiges, Sterben meines Vaters, das zu erwarten ist. Eigentlich geht es dann ganz viel um sich zurückzunehmen, oder? Ja. Aber im Containment zu bleiben. Ich find dieses Containment nämlich wirklich ein perfektes Bild. Ja? Also das ist wirklich, wir sind da und wir halten diese Situation und wir haben ja auch die Möglichkeit, sie tatsächlich zu halten mit unseren Händen. Ja? Mhm. Wir halten die Situation. Ja? Es ist nicht nur ein Aushalten, sondern es ist ein Halten. Ja? Und das ist unheimlich viel wert. Wenn man in diesen Modus kommt, und glaube ich, dass man ganz viel dazu bieten kann, neben aller anderer Kompetenz, die wir haben. Mhm. Ja, jetzt, genau, nur noch einmal zusammengefasst, was ich damit meine. Also das, was ich glaube, aus diesen Texten und dieser kleinen Studie ablesen zu können, ist, dass es braucht einmal grundsätzlich dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, damit der Patient überhaupt mit diesem Erleben so in Kontakt treten kann, dass sich daraus etwas weiterentwickelt. Und dabei sind klare Berührungen, klare Reize sehr hilfreich und auch sehr diese Bezogenheit in der Berührung, aber das können wir Gott sei Dank. Und aus diesem rein körperlichen Erleben kann sowas entstehen wie ein Übergangsraum, ja, oder wie es auch Merleau-Ponty als diese Zwischenleiblichkeit vielleicht beschreibt,
wo sowas auftaucht wie Erinnerungen, Assoziationen, Bilder oder auch so etwas stattfindet wie diese Pendelbewegung zwischen innen und außen. Und dass dieser Übergangsraum uns dorthin führen kann oder Patienten dorthin führen kann, das, was sie in der Behandlung erleben, auch wirklich zu versprachlichen. Ja? Und das ist aber nicht ein Prozess, ich muss Worte dafür finden, sondern das kann sich entwickeln. Okay, aber ist es da schon wichtig, dass der Patient nicht im Übergangsraum bleibend von meiner Therapie weggeht? Oder ist das okay? Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, ja, weil wir das ja, ich glaube, es finden ja mehrere Dinge gleichzeitig statt. Ja. Es kann ja ein Teil des Erlebens expliziert werden, also ich kriege für einen Teil dessen, was ich in dieser Behandlung erlebt habe, kommen mir Worte und es können aber Teile dieses Erlebens noch ungeformt bleiben. Mhm. Und das ist auch nicht schlimm, dass das so ist, ja, weil es ja auch eine Fortsetzung geben kann, weil es ein Leben draußen gibt, wo Dinge klarer werden können. Ja. Ich glaube nur, dass es grundsätzlich schon angebahnt sein muss, dass wir in dieses Begreifen kommen dessen, was passiert und nicht in diesem ganz sprachlosen und intensiven körperlichen Erleben alleingelassen werden. Ja. Das kann für Menschen gar kein Problem sein, wenn sie sehr stabil sind, die können das mit sich selber ausmachen. Ja. Aber wenn ich merke, da ist eine Art von Irritation da und da ist eine Intensität jetzt in der Behandlung gewesen, die vielleicht für diesen Menschen jetzt gerade zu viel ist, dann kann dieses Begleiten in die Sprache oder nochmal aufgreifen, wie es sich jetzt anfühlt und passt das jetzt so, braucht es noch was? Also einfach diese Fragen können dann schon hilfreich sein, da ein bisschen aus diesem unmittelbaren Erleben rauszukommen. Und ich habe zum Schluss hier noch geschrieben, weil das ist mir auch ganz wichtig, nicht, dass das so rüberkommt, dass ich glaube, jede Behandlung muss so ablaufen. Ja, überhaupt nicht. Ja, auch bei mir nicht. Es gibt sozusagen ganz normale Behandlungen, wo wir ganz normal osteopathisch arbeiten. Aber mir geht es einfach nur darum, so ein bisschen einen Sender zu entwickeln dafür, wann braucht es das vielleicht? Oder wann ist ein Prozess im Entwickeln, dass es hilfreich sein kann, da auch die Sprache mit hineinzunehmen und dafür ein bisschen die Sinne zu schärfen. Obwohl ich dazu schon sagen muss, eigentlich ist es ja normal, dass ein Prozess immer entsteht durch Berührung. Und dessen müssen wir uns ja auch bewusst sein. Ich habe den ersten Teil jetzt nicht verstanden. Ich sage, eigentlich muss uns ja bewusst sein, dass es ja ganz normal ist, dass diese Prozesse ja passieren und dass uns auch bei einer simplen Kniebehandlung das auch widerfahren kann. Genau. Und das müssen wir uns halt immer wieder bewusst sein, nicht? Genau, das glaube ich auch, ja. Und dass es eben immer schon ein bisschen darauf ankommt, wie, was ist sozusagen die Vorgeschichte dieses Menschen, ja, mit was für einem Rucksack kommt er zu mir. Wie viel Containment braucht er? Ja? Weil Gott sei Dank, weil du das mit dem Knie ansprichst, ganz viele Menschen können ganz viel dann auch selber regulieren, ja, und brauchen dieses Containment nicht in der Intensität. Ja? Mhm. Andere aber schon. Mhm. Wobei man das aus der Anamnese heraus, also aus meiner Erfahrung, auch nicht immer sicher sein kann. Also das, weil manche Traumata, wie vielleicht ein Missbrauch, ja nicht erzählt werden in der Anamnese. Werden nicht erzählt, aber es gibt für mich schon oft so Hinweise von eher auf dieser Ebene der Regulation. Ja, also wenn Menschen sehr sprunghaft sind in der Anamnese, sehr schnell in ganz andere Zustände hineinkippen, dann bin ich schon sehr vorsichtig. Ja, auch so, oder dann versuche ich dieses Containment auch zu verbalisieren und auch da dem relativ viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. Gut, damit wären wir am Ende, als Abschlusssatz, also wir können Begleitung in einem Erlebensprozess sein, der zwischen diesem unmittelbaren körperlichen Erleben und der Sprache hin und her pendelt und getragen von einer sicheren therapeutischen Beziehung neue Bedeutungen dieses Erlebens schaffen kann. Gut. Regina, jetzt musst du wieder rausfinden. Schalt da mal wieder zurück, wir wollen dich sehen. Ja. Unser Café Stillpoint. Warte. Bin ich da? Hallo, ich sehe dich gut. Okay. Du, ich glaube, dass du jetzt da irgendwo auf deinem Computer vielleicht ein paar Chat-Anfragen hast. Nein, habe ich nicht, weil ich habe das nicht geschafft. Okay. Ich installiere mein Handy. Hast du die?
Liebes Regiemitglied Raimund Enkel, hast du Fragen im Chat? Ist jetzt nichts. Okay, gibt's nichts. Okay. Darf ich noch eine Frage stellen? Es gibt doch diese Polyvagaltheorie jetzt auch. Ja? Eine Theorie, die auch so eine Verknüpfung zwischen Erlebten oder Beanspruchungen und Bedrohungen auch zum Körperlichen setzt. Passt es da in dein Konzept hinein, in deine Überlegungen? Und wie passt das rein? Also passt total hinein. Ich habe übrigens vorgestern jetzt vom Stephen Porges einen was gehört zum Thema Corona-Krise. Okay. Also nämlich das, wo es total hineinpasst, ist, dass die Polyvagaltheorie ja auch sagt, die Regulation findet primär über soziale Verbundenheit statt. Mhm. Ja? Also das heißt, dieses Containment ist eigentlich entspricht ungefähr diesem Aspekt der Polyvagaltheorie, dass es wirklich darum geht, die Regulation ist möglich, wenn soziale Verbundenheit stabil ist. Ja? Weil umso mehr Verbundenheit, umso weniger Bedrohung habe ich, umso weniger. Besser kann ich zwischen Sympathikus und Parasympathikus ausgleichen bzw. modulieren. Ja? Und ich glaube, also ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema. Ich glaube, dass das auch sehr viel ist von dem, was ich als Pendeln beschrieben habe. Ja? Also diese Modulationsfähigkeit, nicht in einem Zustand hängen zu bleiben, ja? Sondern zwischen diesen Zuständen wechseln zu können und dieses Spektrum zu haben, hin und her zu gehen. Ja? Das ist, glaube ich, auch eine essentielle Aussage der Polyvagaltheorie, ja? Wo es nicht nur darum geht, das anatomisch zu verorten, sondern auch praktisch Hand zu handhaben. Ja? Okay, Regina, und jetzt, wir sind alle gut ausgebildet, aber wie kann ich mich jetzt diesem Thema noch ein bisschen mehr annähern, von vielleicht Literatur, von Büchern, ja, Kursen, hast du da eine Idee? Ich meine, wir haben in der Ausbildung was dabei, an der Wiener Schule für Osteopathie, aber... Es gibt jetzt schon mehr dazu, also wie gesagt, das finde ich auch gut, dass es mehr dazu gibt, und ich glaube, also ehrlich gesagt kann ich jetzt nicht sagen, jetzt ganz explizit das, was ich hier gebracht habe, wo man das jetzt in der Form in Literatur findet. Ja. Ich finde, man muss sich eh ein bisschen zusammenstoppeln, auch aus dem, was ist mein Tätigkeitsbereich. Aber ich glaube, es geht eher nur so darum, ein bisschen diesen Horizont zu erweitern, dass wir uns auch zugestehen, dass irgendwie... da noch mehr drinnen steckt, als wir vielleicht bis jetzt berücksichtigt haben, ja, in dem, was wir tun und wie wir in Kontakt sind mit unseren Patienten. Mhm. Okay. Regina, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Café Stehbund. Ich habe es wieder sehr spannend gefunden und wieder ein Stückchen mehr gelernt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hast du auch diesen Vortrag am Kongress gehalten, und ich muss zugeben, auch da war das für mich schon sehr, sehr eindrucksvoll und ja, ein Stück weiter mich mit diesem Thema zu beschäftigen, das hast du auf jeden Fall sehr angesprochen in mir. Okay, also recht herzlichen Dank, mach's gut, hab noch einen schönen Abend. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, jetzt gibt es noch ein kleines Insert für morgen, also die Vorankündigung. Morgen haben wir einen anderen Gast im Café Stillpoint, und zwar Christian Hartmann. Recht gut bekannt als Verleger vom Jolando Verlag, und der wird mit dem Raimund Engel über Osteopathie bei Infektionserkrankungen reden. Ich glaube, das ist gerade ein ziemlich aktuelles Thema. Ja, und wir bitten euch wieder recht herzlich, oder nicht, nein, wir bitten euch mit viel Nachdruck, uns viele Likes und Share zu schicken über all die Dinge, die es da scheinbar in dieser digitalen Welt gibt. Ich sage recht herzlichen Dank, wünsche euch einen wunderschönen Abend und genießt euren Gin Tonic. Tschüss. Baba.